Freitag, 26. März, sind wir jeden Tag zur Mittagszeit vor Ort mit Wissenshappen zu Politik, zu Gesellschaft, zu Technologie und dies natürlich unter dem Oberthema, wie angekündigt, Stadtwerke im Umbruch. 5 Kurzveranstaltungen, die vereinen sich dann im Laufe der Woche zu einem einzigartigen, reichhaltigen Menü. Und dieses Menü, das wird getragen von den folgenden Organisationen, vom VSE, Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSG, Verband der Schweizerischen Gasindustrie, vom SSV, dem Schweizerischen Städteverband, dem SVKI, dem Schweizerischen Verband Kommunaler Infrastruktur und Swiss Power, der Gastgeber, ebenfalls auch der heutigen Veranstaltung. Ein großes Dankeschön an die Trägerorganisationen und auch den Partnern Eniva, AEE und dem Bundesamt für Energie für die entsprechende Unterstützung. Ich bitte Sie, Folgendes zu beachten. Das gilt natürlich nicht für unsere Referenten, sondern nur für Sie, wenn Sie als Teilnehmer dabei sind. Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon aus, dass wir nicht von knapp über 130 Menschen sämtliche Geräuschpegel von zu Hause mitbekommen. Schalten Sie bitte ebenfalls, um eine stabilere Datenverbindung sicherzustellen, dass Sie uns besser sehen, Ihre Kamera aus. Und das ist die nächste Bitte, schalten Sie sich zu, und zwar in unserer Chatbox. Die Chatbox, die finden Sie auf der unteren Seite in Ihrer Teams-Leiste ganz unten. Da gibt es eine Sprechblase. Draufklicken und dann sehen Sie den entsprechenden Besprechungschat. Tippen Sie da bitte jederzeit während der Veranstaltung auch Ihre Fragen ein. Wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, wenn Sie twittern möchten und, dann bitte tun Sie dies. Verwenden Sie dazu den Hashtag SWK2021. Hashtag SWK2021, auch auf Instagram, TikTok oder wo immer Sie sonst noch unterwegs sind. Wir starten in die heutige Veranstaltung mit einem Podiumsgespräch zum Thema vollständig erneuerbar. Wie erreichen wir das? Das ist die brennende Frage heute. 4 in der Verantwortung stehende Energieexperten, die debattieren gemeinsam mit uns über Herausforderungen wie die Digitalisierung, den Fachkräftemangel, alles rund um die Dekarbonisierung und natürlich die Energiestrategie 2050. Grenzüberschreitende Kooperationen, die Auswirkungen der Pandemie auf die Investitionen in erneuerbare Energien, das steht ebenfalls zur Diskussion. Ich begrüße ganz herzlich und bitte Sie, sich zuzuschalten und uns kurz Hallo zu sagen. Ronny Kaufmann, CEO von Swiss Power. Schön, dass Sie mit dabei sind. Grüezi miteinander. Bonjour à tous. Stefan Batzli ist bei uns, Geschäftsführer AEE Swiss. Grüezi miteinander. Professor Matthias Finger ist bei uns. Ja, hallo. Und Dr. Uwe Kolks, Mitglied der Geschäftsleitung von E.ON, verantwortlich für Transformation Management, ebenfalls herzlich willkommen. Auch ein herzliches Hallo von mir aus München. Die Bitte nochmals, das muss immer 2-3 Mal wiederholt werden, verwenden Sie bitte den Chat, wenn Sie Fragen haben, auch jetzt im Vorfeld und nicht erst für die letzte Viertelstunde von 12:45 bis 13:30. Also teilen Sie sich bereits jetzt mit Ihren Fragen. Ich möchte gerne eine kurze Eröffnungsrunde machen mit der Frage, wo stehen wir heute? Welche Chancen bieten sich uns und welche Risiken? Ronny Kaufmann, ich würde gerne mit Ihnen starten. Wo stehen wir? Welche Chancen? Welche Risiken? Ja, vielen Dank. Guten Tag miteinander. Ich freue mich sehr, Sie nicht zu sehen, aber wieder mal zumindest virtuell zu begegnen. Wo stehen wir heute klima- und energiepolitisch im Umbau des Energiesystems in zu einer erneuerbaren Versorgung? Wir stehen an einem sehr kritischen Punkt. Sehr selten wie zuvor waren wir in einer Situation, wo politische Themen, regulatorische Themen sich häufen. Wir sind in der Frage der Strommarktöffnung, der Gasmarktöffnung, des Zubaus erneuerbarer Stromproduktion. Wir haben also ein außerordentlich volatiles gesetzliches Umfeld mit vielen großen Fragestellungen. Demnächst ist auch das CO2-Gesetz zur Abstimmung. Nicht nur das, wir stehen aber auch wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Situation. Das Umfeld für Investitionen war nie schwieriger wie heute. Und drittens, wir sind auch, was die Aufmerksamkeit angeht, nicht mehr dort, wo wir noch vor kurzem waren. Wir hatten noch vor kurzem unsere Kinder auf der Straße, haben demonstriert für eine bessere Welt, für bessere Klimapolitik, für mehr erneuerbare Energien. Und heute sehen wir uns halt vor der Tatsache, dass alles verdrängt wurde durch diesen Käfer, der die Welt belastet. Also wir müssen schon auch darauf aufpassen, dass wir eben aufmerksam bleiben für die klima- und energiepolitischen Herausforderungen und unser Verhalten auch ausrichten. Ich möchte schließen mit dem Statement, wir müssen an drei Dinge denken. Erstens unser Verhalten.
Wir müssen effizienter werden und vor allem auch haushälterischer umgehen mit unserem Energieverbrauch. Zweitens, wir müssen heizen, also Kälte und Wärme, ganz eine wichtige Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir müssen viel schneller in unserem Gebäudepark umgehen. Und drittens, und das ist das ganz große Problem, der Transport in unserer Welt. Also wir bewegen Dinge, Menschen und Güter und brauchen da sehr viel Energie. Und wenn wir auf die Straße achten, dann ist noch praktisch nichts passiert. Die Elektrifizierung geht zwar vor sich, aber wir brauchen noch viel zu viel Diesel und Öl und Benzin. Also Ronny Kaufmann, wir nehmen von Ihnen mit vier Hebel insgesamt, die es sind. Also einerseits die Bewegung von Gütern, Menschen, das Thema der Kälte, das Thema der Wärme und natürlich auch das Verhalten der Menschen, welches wir mit anschauen müssen. Ich würde gerne weitergehen und zwar zu Stefan Batzli. Wo stehen wir heute? Welche Chancen, welche Risiken bieten sich uns? Gut, ich denke, Ronny Kaufmann hat sehr vieles jetzt gerade gebracht. Ich würde sagen, wir sind gestartet, wir sind unterwegs, aber wir müssen gewaltig beschleunigen. Wenn wir diesen Umbau schaffen wollen, den wir quasi als Volksauftrag mitbekommen haben, 2017, mit der Abstimmung zur Energiestrategie 2050, und wenn wir gleichzeitig und parallel dazu das Netto-Null-Ziel, die Dekarbonisierung schaffen wollen, die der Bundesrat ja sich auch auf die Fahne geschrieben hat, dann müssen wir gewaltig beschleunigen. Und beschleunigen heißt, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen und die werden politisch geschaffen, die eben Investoren auch wirklich genügend beanreizen, hier im Inland in den Aufbau und den Umbau des Energiesystems zu investieren, zum einen. Und zum anderen, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir sicher noch drauf im Laufe der Diskussion, dürfen wir nie vergessen, wir müssen immer die Bevölkerung mitnehmen. Wir haben hier auch gewaltige Lücken, wir haben Probleme mit der Akzeptanz für neue Technologien, insbesondere Wind, Wasserkraft und so weiter. Und da, das sehen wir auch in den verschiedenen Abstimmungen, die bereits zu diesem Thema stattgefunden haben, da müssen wir gewaltig investieren, da haben wir eine Verantwortung, da haben vor allem natürlich auch die Stadtwerke eine Verantwortung, die sehr nahe bei den Menschen sind, bei den Kunden und Kundinnen. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Resümierend, ein politische Rahmenbedingungen, die Investitionen wichtig beanreizen und Engagement für die Akzeptanz für den Umbau. Sie haben es gesagt, kurze Folgefrage hier. Sie haben gesagt, die Bevölkerung muss mitgenommen werden. Wie nehmen wir die Bevölkerung aus Ihrer Sicht am besten mit? Indem wir ganz stark mit ihnen in den Dialog treten, die Karten auf den Tisch legen, ihnen aufzeigen, wo die Herausforderungen sind, ihnen auch aufzeigen, was jeder Einzelne beitragen kann auf dem Weg zu dieser neuen Welt, in dieses erneuerbare Energiesystem, in eine dekarbonisierte Welt und indem wir sie auch partizipieren lassen an den Entscheidungsprozessen. Ich glaube, das sind die wichtigen Punkte und das muss permanent passieren. Das ist eine Daueraufgabe, die nicht nur von Abstimmung zu Abstimmung passieren kann, sondern dauerhaft. Das Thema werden wir entsprechend dann danach in der Diskussion noch vertiefen. Matthias Winger, wir kommen zu Ihnen. Wo stehen wir? Welche Chancen und welche Risiken? Danke für die Einladung. Die Situation ist nicht gut. Die Energiewende wird immer dringender. Die Zeit wird immer knapper, der Druck wird immer größer und wir haben Reaktionen gegen all dies. Also ich denke, es wird langsam klar, dass es keine Alternative gibt zu einer immer radikaleren Wende. Und ich denke, ein Punkt, der bis jetzt noch nicht angesprochen wurde, ist Europa. Ich denke nicht, dass wir das alleine tun können. Wir müssen es mit Europa zusammen tun. Und hier gehen wir ganz sicher in die falsche Richtung. Ich möchte noch zwei weitere Punkte angeben. Also das Erste, was Ronny gesagt hat, das große Problem ist der Transport. Die Mobilität, die da einbezogen werden muss. Und ich glaube, es wurde vorhin angesprochen, wie sagen wir es der Bevölkerung? Ich glaube, man muss auch Klartext reden mit der Bevölkerung. Es
es gibt keinen reinen Technofix. Man kann das Problem nicht nur technologisch und investitionsmäßig lösen. Ab irgendeinem Stadium ist auch ein gewisser Verzicht angesagt. Und dann sind wir beim Transport, ich denke, zuerst einmal. Ein eher düsteres Bild, wenn ich Sie richtig verstehe, auch zwischen den Zeilen. Anfangs haben Sie es explizit gesagt, die Situation ist nicht gut. Uwe Kolks, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Welche Chancen, welche Risiken bieten sich uns und wo stehen wir in diesem Prozess? Sind Sie ähnlich pessimistisch wie Ihr Vorredner? Gut, das hat immer was mit der Grundhaltung zu tun, wie man auf Dinge schaut. Also ich bin 15 Jahre im Vertrieb, da darf man kein Pessimist sein. Da muss man immer optimistisch unterwegs sein. Und das bin ich auch, also da muss ich mich auch gar nicht verbiegen. Nein, also was ich sehe, und ich komme natürlich jetzt aus dem liberalisierten Umfeld, und ich sehe natürlich, wie die Kundenbedürfnisse sich verändern. Und da stecken auch sehr, sehr viele Chancen da drin. Energie ist sozusagen in Zukunft ja nicht mehr nur die Lieferung von Elektronen, ja, oder von Molekülen, sondern das Mobilitätskonzept, die Frage auch sozusagen der dezentralen Energie, ja, der Dekarbonisierung, das sind natürlich Themen, die unsere Kunden auch sehr stark umtreiben. Und Kunden sind auch Bürger. Und das spielt bei Energie natürlich eine ganz große Rolle, nicht wahr? Da sieht man ja auch, dass Politik und Wirtschaft da bei der Energie sehr eng verknüpft sind. Aber Kunden treiben den Markt. Das ist das Thema. Also wenn beispielsweise ein BMW von uns für ihre Elektromobilität echte grüne Energie aus Bayern fordert bei der Belieferung, dann sind das natürlich Anforderungen, wo die Energiewende dann sozusagen wirtschaftlich sehr real wird. Oder wenn ich sehe, dass eine Shell beispielsweise jetzt an ihrer Dekarbonisierungsstrategie arbeitet und Photovoltaikhersteller aufkauft, digitale Anbieter aufkauft, weil sie natürlich auch eine Nachfrage bei den Kunden sehen, dann ist das sozusagen auch eine Dynamik der Energiewende. Ich habe mich jetzt bewusst mal darauf konzentriert, weil die anderen Kollegen sehr stark auch von der politischen Ebene her kamen, von den Rahmenbedingungen her kamen. Und ich glaube, es gibt eine sehr starke Bewegung jetzt auch von der Kundenseite. Natürlich immer in dieser Mischung aus regional, national und international. Nicht wahr? Wenn ich eine Shell anspreche, dann ist das natürlich ein großer Player, der aber beim Kauf eines bayerischen Photovoltaikanbieters plötzlich ganz regional wird. Ja, dass diese Ebenen vermischen sich oder verweben sich und die Branchen werden sich auch sozusagen immer mehr vermischen. Ja, also wir rein Energieversorgungsunternehmen, wir bleiben nicht mehr nur unter uns. Da kommen jetzt auch noch andere Branchen, die in das Thema reingehen. Eine Folgefrage noch für Sie. Wie sieht Ihre Kernstrategie aus bei E.ON? Plaudern Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen für uns bitte. Also unsere Vision heißt ja, wir nennen das, ich kann es jetzt nur in Englisch sagen, Improving People's Lives. Ja, also das ist unser Nutzen. Es geht wirklich darum, dass wir sehr stark, dadurch, dass wir die Erzeugung ja nicht mehr haben, der ein oder andere weiß das vielleicht, E.ON hat sich ja aufgeteilt und fokussiert sich jetzt voll auf das Thema Netz und Kundenlösungen. Also wir haben keine Großkraftwerke mehr in unserem Konzern und sind sozusagen sehr stark auf der dezentralen, nachhaltigen Ebene unterwegs und sehen natürlich auch die strategische Bedeutung des Netzes. Ja, nicht wahr? Das Verteilnetz wird natürlich für dezentrale Erzeugung und die ganzen Herausforderungen der Energiewende immer bedeutsamer. Nur mal sozusagen eine kurze Skizzierung. Sie haben vorhin drei Ebenen angesprochen, lokal, regional, national. Auf welcher Ebene, Frage an alle vier, auf welcher Ebene entscheidet sich denn, ob die Transformation des Energiesystems auch wirklich gelingt? Ja, also ich kann mich mal rauslehnen. Also ich, wenn ich anschaue, wenn die einzelnen Ebenen anschaue, was macht der Bund? Ich vereinfache es und verzeihen Sie meine zynische Note. Der Bund macht Gesetze und verteilt ein bisschen Geld. Die internationale Ebene schafft Botschaften, schafft ein Klima, versucht Ziele zu setzen, die man dann verfehlt oder erreicht. Und die lokale Ebene, die kommunale Ebene, die Ebene der Stadtwerke, das sind diejenigen wirtschaftlichen Akteure, dazu gehören auch die Kantone, die effektiv in den Umbau des Energiesystems investieren. Sie tragen letztlich die Investitionsrisiken. Sie sind diejenigen, die mit neuen Produkten und Dienstleistungen effektiv im Markt aktiv sind. Schauen Sie sich doch an, wer heute im Schweizer Markt
meine Uwe Kolke, Sie haben das jetzt gut gesagt, der Markt und die Kunden. Aber wer sind denn die Marktakteure in der Schweiz? Das sind öffentliche Unternehmen. Das sind Unternehmen der öffentlichen Hand. Das sind die Stadtwerke, die gehören den Städten. Also wer macht wirklich etwas? Wer trägt die Umbaurisiken dieser Energiewende? Das sind letztlich die kommunalen Ebenen, die kommunalen Strukturen. Und wenn Sie mich fragen, wo der Hase langläuft, dann läuft er da lang, dass man eben den Städten jetzt mal und den Stadtwerken auch die nötigen unternehmerischen Freiheiten geben sollte, weil, und auch die entsprechende Unterstützung und Würdigung geben sollte, auch den Kantonswerken, weil das sind die Akteure, die letztlich eben die Investitionen tätigen. Ich meine, ich stelle sehr bewusst die Frage, ist es eigentlich in Deutschland, wie viele rein private Unternehmen in Deutschland gibt es denn wirklich? Und wer trägt dort die Risiken dieses Umbaus? Sind das nicht auch die Kommunen? Ja, wenn ich da direkt auf die Frage antworten darf. In der Tat, also wir sind nach wie vor sehr stark öffentlich-rechtlich geprägt. Ne? Wir haben ja immer noch an die 1000 Stadtwerke in Deutschland und das wurde ja sehr stark erwartet, dass die Stadtwerke sterben würden, wenn der Markt sich liberalisiert. Ganz genau das Gegenteil ist passiert und ich kann da nur Ronny Kaufmann zustimmen. Das Thema Energiewende ist auch ein großer Kraftakt auf der kommunalen Ebene. Da passiert es ganz konkret. Das ist ganz klar. Aber was sich natürlich bildet, sind Kooperationen, Plattformen. Ja, also weil natürlich die Kunden, die sozusagen ihr Stadtwerk sehr schätzen, weil und die Unternehmen, ja, also ich bin nicht nur bei Privatkunden, sondern auch bei Unternehmen, die schätzen natürlich die regionale Nähe. Die schätzen sozusagen auch den wichtigen Wertbeitrag des Stadtwerks für die Region. Aber das Stadtwerk muss natürlich auf einem Klavier spielen, das etwas größer ist, als es selber machen kann, verständlicherweise. Und da bilden sich in Deutschland natürlich unterschiedlichste Kooperationen heraus, um auf der einen Seite regional bleiben zu können, nah bei den Kunden, aber gleichzeitig auch die ganzen Anforderungen erfüllen zu können. Aber wenn Stefan Batzli wollte das entgegnen, gerne noch das Mikrofon aufmachen, dass wir Sie auch hören. Jetzt ist gut. Bitteschön, sehr genau. Gerne. Nur ganz kurz, also ich denke, Ronny Kaufmann hat das jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber am Schluss ist es natürlich schon so, dass wo und wann Investitionen wirklich getätigt werden, hat damit zu tun, wie man mit den Risiken umgehen kann. Und die Spielregeln, wie man eben mit Risiken, Investitionsrisiken umgehen kann, die werden dann wieder von der Politik gesetzt. Und das ist ja genau die aktuelle Diskussion, die wir jetzt auch führen, in der Frage, wie es weitergehen soll mit der Energiestrategie 2050 und mit der Revision des Energiegesetzes etc. Da kommen jetzt diese Finanzierungsmodelldiskussionen, die dahingehend dann auch gestaltet werden sollten, dass wirklich viel stärker auch in der Schweiz investiert wird. Weil was natürlich Tatsache ist, ist, dass die großen Investoren in der Schweiz, da gehören die Stadtwerke auch dazu, die investieren in erneuerbare Energieinfrastruktur. Wie verrückt, aber sie investieren in Europa und nicht in der Schweiz. Und die Frage ist, warum gehen sie nach Europa und investieren dort? Wir haben fast 12 Terawattstunden erneuerbare Energie in Europa, die der Schweiz gehört. Warum wird das Geld nicht in der Schweiz investiert? Vielleicht kann Ronny darauf antworten, aber ich sehe, da spielt der Bund natürlich mal eine Rolle mit seinen Spielregeln. Ich kann dir schon antworten. Also wenn man Due Diligence macht von verschiedenen Wind- oder Wasserkraftprojekten, wie unsere Schwesterunternehmen Swiss Power Renewables ja tut. Also wir heißen Swiss Power. Wir würden liebend gerne in der Schweiz investieren, aber bringen Sie mir mal einen Windpark in der Schweiz, wo es sich wirklich lohnt zu investieren. Hören Sie doch den großen Playern in der Schweiz zu, Axpo und Alpiq. Wo investieren denn die in Wind und Sonne? Ja, kaum in der Schweiz. Das Problem ist einfach, dass die Rahmenbedingungen nicht nur in der Wasserkraft, dort haben wir den Wasserzins, Bestimmungskosten und den Marktpreis, sondern auch bei den neuen erneuerbaren Energien. Es lohnt sich aus unternehmerischer Sicht im Moment noch zu wenig in der Schweiz zu investieren. Und insofern, Stefan Batzli, hast du natürlich vollkommen recht. Wir brauchen Gesetze, wo es sich lohnt, wieder in der Schweiz zu investieren. Und wenn ich gerade dran bin, der Hans Wach, ein guter Kollege von mir, natürlich hat er im Kommentar was gesagt, ein Nebenthema, aber für Swiss Power entscheidend wichtig.
Wir müssen natürlich alle Energieträger gleich behandeln. Wir müssen selbstverständlich auch in Biogasanlagen in der Schweiz investieren, wenn es geht, und vor allen Dingen diskriminierungsfrei importieren. Ich hoffe, Hans Wach, damit ist deine Frage jetzt auch schon oder dein Kommentar beantwortet. Das ganz kurz auch der Hinweis von meiner Seite. Bitte, bitte beteiligen Sie sich bei uns im Chat. Die Fragen werden kontinuierlich gelesen und natürlich dann auch ab 1:15 entsprechend aufgenommen mit in die Diskussion. Aber danke, Ronny Kaufmann, dass Sie das bereits einmal gemacht haben. Matthias Finger, weiter zu Ihnen. Ja, bitte. Also, was ist denn falsch an Europa? Also, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich denke, die Stadtwerke, die Städte, das ist dort, wo es abgeht. Dort leben die Leute, dort ist die Industrie, dort kann man Veränderungen machen, dort kann man all die Energieträger zusammenbringen, sogar die Mobilität einbauen. Am Schluss muss es bei den Stadtwerken sein und die müssen natürlich zusammenarbeiten. Herr Kurz hat es bereits gesagt, alleine haben die keine kritische Masse, aber dort ist eigentlich die Dynamik, das ist am nächsten bei den Leuten. Aber was ist denn falsch, in Europa zu investieren, wenn es rentabler ist und wenn das System funktioniert? Ich verstehe diesen Nationalismus nicht, dass da alles auf Schweizer zwischen den Stadtwerken und Europa gibt den Druck, macht die Dynamik, setzt die Visionen und die Schweiz zieht ja ein bisschen nach, aber immer nur zögerlich. Also sehe ich eher eine Allianz zwischen den Stadtwerken oder der Zusammenarbeit auch grenzüberschreitend und den Druck, der von der EU kommt. Und auf nationaler Ebene braucht es eine gewisse Stabilität, damit die Investitionen funktionieren. Aber viel mehr braucht es von dort nicht. Nein, Matthias Finger, also ich möchte gerade noch an Matthias Finger, es ist doch nichts falsch, in Europa zu investieren. Aber ich muss jetzt schon noch mal sagen, also Matthias, Wir müssen doch die Schweiz für die nächsten 20, 50 Jahre attraktiv behalten. Es ist besser, wenn die ausländischen Unternehmen in der Schweiz investieren. Wir müssen doch auf unser Land auch ein bisschen schauen. Ökonomisch gesprochen natürlich, der Grenznutzen und dann egal wo. Aber wir müssen doch auch Rahmenbedingungen schaffen in Europa, in der Schweiz für unsere nächste Generation, damit wir eben auch Investitionen anziehen in unser Land. Wenn ich da noch eins ergänzen darf, also ich bin auch total, Herr Finger, ganz bei Ihnen, was das Thema Investitionen in Europa angeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, mit diesem Trend, und der ist ja unweigerlich, Digitalisierung, Dezentralisierung, Dekarbonisierung, brauche ich natürlich verbrauchsnahe Erzeugung in Zukunft, ja, die sozusagen auch meinen regenerativen Anteil physikalisch, nicht wahr, damit ich diese Wende auch schaffen kann. Also ich denke, es ist ein sowohl als auch, ja. Und natürlich, und so ist das in Deutschland ja auch, diese Frage der Diskussion zwischen Politik und Wirtschaft braucht natürlich auch einen neuen Ansatz teilweise, ja, braucht ein Miteinander, um die Probleme zu lösen. Es ist oftmals das Thema, wenn ich das nur sagen darf, so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass, ja, ich will bis 2015 alles haben. Aber zum Beispiel das Thema Photovoltaik in der Schweiz, was ich beobachte, das wundert mich etwas, ja, wie damit umgegangen wird. Beim Thema Wind kann ich es irgendwie verstehen, das sehe ich hier in Bayern auch. Aber das Thema Photovoltaik, das verstehe ich nicht so ganz. Oder jetzt die Mobilitäts-, also Elektromobilitätswachstumsraten, die Sie haben, Stichwort Infrastruktur, wie man das auch dann entsprechend kombinieren will. Ich war mit verbrauchsnaher Erzeugung, um diese Mobilität dann auch wirklich grün zu machen in der Schweiz. Das sind schon spannende Themen, mit denen man beginnen könnte in der Schweiz. Wenn ich mir das als Deutscher erlauben darf, von außen zu sagen. Ja, Sie dürfen sich alles erlauben heute. Ich möchte gerne die Frage der Kooperation gerne noch einmal diskutieren. Kooperation zwischen Stadtwerken, Kooperation, aber auch über die Grenzen. Vorteile, Nachteile, sind die Stadtwerke all den Herausforderungen wirklich gewachsen? Sind die Rahmenbedingungen da? Also wir müssen zwei Arten der Kooperation anschauen. Einerseits natürlich von der lokalen über die regionale auf die nationale Ebene, aber auch zwischen den Stadtwerken und über die Landesgrenzen hinaus. Was muss da geschehen, dass das optimal funktionieren kann? Ich glaube, ich glaube, also die Stadtwerke sind ja sehr verschieden. Es gibt große, es gibt kleine, es gibt die hinten nachhinken, es gibt Vorreiter
Und am Schluss funktioniert die Kooperation mit Projekten. Alle müssen mit allen zusammenarbeiten, sondern es gibt gute Projekte, für diese finden sich gewisse Stadtwerke und die sollen vorangetrieben werden. Es braucht jemand, der das koordiniert und dann sind wir eben schon bei Swiss Power. Also einfach ein Stadtwerk alleine ist wahrscheinlich zu klein und man sucht sich die besten Partner für diese Projekte und fährt so vorwärts. Und die Rahmenbedingungen, klar braucht es auch ein bisschen Rahmenbedingungen. Und dort ist natürlich Lobbying angesagt, um damit die Stadtwerke die Rahmenbedingungen kriegen, unter denen sie die Energiewende vorantreiben können. Also wenn ich da noch, also ist ja schön, wenn man so Blumen kassiert, oder? Aber ich kann Ihnen auch ein bisschen aus dem Alltag berichten, dieser Kooperationen. Als erstes, man lernt nicht nur von sich selbst. Es ist eben wichtig in Kooperationen, dass nicht nur Stadtwerke miteinander so kooperieren, sondern im Bereich der Innovation beispielsweise. Da brauchen die Stadtwerke eine ABB, da brauchen sie Dienstleister, da brauchen sie gute Partner für transdisziplinäre Kompetenzen. Wir können doch nicht unter Stadtwerken kooperieren und meinen, wir seien die Hirschen für Cybersecurity-Fragen. Da brauchen wir ganz gezielt die richtigen Partner. Also Kooperation heißt, sich horizontal dort vernetzen, wo die Kompetenzen liegen. Das heißt, mit Stadtwerken untereinander, aber auch mit Drittunternehmen. Und der zweite Punkt, woran es eben oft scheitert, sind nicht nationale Rahmenbedingungen. Das sind auch Probleme. Hoffentlich reden wir noch über das CO2-Gesetz und andere Themen. Aber woran es oft scheitert, ist die Eigentümerstrategie der Stadtwerke selber. Oder also wenn Sie natürlich politische Eigentümer haben, ich bin ja auch im Verwaltungsrat der Schweizerischen Post, dort ist der Bund der Eigentümer, dann neigt man dazu, eher Risiken zu vermeiden oder eben Chancen eher weniger zu sehen. Der Risikodialog konzentriert sich oft auf die Vermeidung von Risiken. Also wir haben eben in diesen öffentlichen Unternehmen viele Vorteile, die gut sind für den Servicepublik, aber wir haben auch einen ganz zentralen Nachteil. Und das ist der Nachteil, dass man eben eher Unterlasser als Unternehmer ist. Man konzentriert sich allzu oft auf die Vermeidung von Risiken, ob schon ja klar ist, dass die Vermeidung eines Risikos genauso gut ist wie das Ergreifen einer Chance. Oder umgekehrt, wer eine Chance nicht ergreift, verliert etwas an Unternehmenswert. Also wir müssen die Eigentümer unserer Stadtwerke eben auch darauf trimmen, bewusst unternehmerische Risiken einzugehen. Also ich kann das gerne nochmal ergänzen, weil wir diese Erfahrungen ja in Deutschland auch schon so ein Stück hinter uns haben. Es ist in der Tat ja so, dass das Management der Stadtwerke das natürlich längst erkannt hat. Davon gehe ich einfach mal aus. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie erhalte ich meine Eigenständigkeit, ja, wie behalte ich meine eigene Position und wie schaffe ich eine Vertrauensbasis, wo ich bestimmte Prozesse, kostenintensive Prozesse, innovative Themen vielleicht auf eine Kooperationsplattform stelle. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Und ich teile auch die Auffassung, dass man in so einen Prozess die Eigentümer mitnehmen muss, soweit sozusagen das auch inhaltlich sozusagen sinnvoll ist. Aber am Ende geht es sehr stark um das Thema Vertrauen, ja, und um das sich hineinentwickeln. Und ich denke, in der Schweiz ist auch noch ein bisschen Zeit dafür, dass man sich die Zeit nehmen kann. Aber wenn die Liberalisierung wirklich kommt, dann geht es meistens sehr schnell, gerade auch, weil die Digitalisierung die Dinge so schnell macht. Ja, wenn der Markt mal offen ist, sind dann Kunden plötzlich auch schneller, als das noch zu unserer Zeit Ende der 90er Jahre war, wo Kundenwechselprozesse und ähnliche Prozesse noch deutlich langsamer waren. Aber das wird dann sofort Amazon-Dynamik entwickeln können, nicht wahr? Zumindest bei den Kunden, die unbedingt sich dann verändern wollen. Deswegen also, mein Stichwort heißt Vertrauen. Da muss man rein. Ne? Das ist zwar jetzt gar nicht so rational wirtschaftlich, aber das ist meine Erfahrung, spielt oftmals eine sehr große Rolle bei Kooperationen. Uwe Kolz, die Digitalisierung angesprochen, gesagt, momentan, wir haben noch Zeit und dann geht es plötzlich sehr schnell und rapide. Wo stehen wir denn in der Schweiz, wenn es eben um dieses Thema der Digitalisierung geht derzeit? Im Mittelalter. Wir sind sehr in der Schweiz im Rückstand in Sachen Digitalisierung. Also das kann man gut sagen, ich schaue wieder auf Europa, die Dynamik in gewissen Ländern, die Dynamik in Schwellenländern, die noch größer ist. Ich habe ja ein Weiterbildungsprogramm für
City Managers und wir besuchen die ganze Welt. Und Europa ist im Rückstand und die Schweiz ist noch mehr im Rückstand als Europa. Also da ist unbedingt Handlungsbedarf angesagt. Und so viel kann man auch nicht neu erfinden, weil das ist Winner takes it all, das ist große Standardisierung. Also dann sind wir dann wieder bei den Kooperationen, die man eingehen muss mit Unternehmen, die schon viel weiter sind in der Digitalisierung. Aber was sich in der Schweiz abspielt in Sachen Digitalisierung ist, ein Trauerspiel. Also wir kommen nicht vorwärts. Was heißt das ganz konkret? Ich möchte das gerne konkretisiert hören von Ihnen. Wenn Sie sagen, es ist ein Trauerspiel, wir sind im Mittelalter, was heißt das konkret? Wo müssten wir sein und was muss sich ganz konkret bewegen? Also, wir brauchen Zugang zu Daten, wir brauchen Zugang, die Innovation braucht Zugang zu Datenpools, zu Data Sharing. Das heißt, es braucht Regeln, um die Privatsphäre zu schützen. Es braucht Regeln, um den Datenzugang zu haben. Es braucht Regeln, damit die Unternehmen ihre Daten auch teilen und nicht einfach horten. Und dort sind wir nicht vorwärts. Wir am Schluss wird es darauf auslaufen, dass wir Europa kopieren, dass wir die Regeln der EU kopieren, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir können das selber erfinden. Aber das ist in dieser Digitalisierung, die global ist, gar nicht möglich. Wenn wir Glück haben, bringt Europa es fertig, da saubere, schöne Regeln aufzustellen. Aber alleine können wir das vergessen. Also ich finde, Herr Finger, Sie motivieren mich immer sozusagen durch Ihre doch recht nüchterne Sicht auf die Dinge. Ja, also ich würde es nicht so unterstreichen mit dem Mittelalter, wie ich das sagen darf. Ich habe auch einige Gespräche in der Schweiz geführt. Also ich würde sagen, mal so differenziert, Digitalisierung im Netz, was ich so wahrnehme, da ist, glaube ich, kein großer Unterschied auch hier zu Deutschland. Da ist, glaube ich, viel unterwegs, um sozusagen das Netz auf moderne Steuerungsbasis zu stellen. Ich sehe auch einzelne Stadtwerke, die schon sozusagen digital investiert haben in die Schnittstelle zum Kunden, also digitale Serviceprozesse, solche Dinge voranzutreiben. Sicherlich ist ein großes Thema auf der Vertriebsseite, was ist die IT der Zukunft, wenn der Markt sich liberalisiert? Das ist ein großes Thema, das sehe ich auch. Oder aber, was ich gerade angesprochen habe mit der Elektromobilität, nicht wahr? Was ist sozusagen die digitale Lösung für die Schweiz? Ich sage mal, from charging to billing, ja, also vom Laden zur Abrechnung. Dieser Prozess, da gibt es ja einzelne Unternehmen, aber das ist so wie in Deutschland auch. Da sind viele kleinere Lösungen, das hat sich noch nicht richtig rausgebildet. Wie sieht denn dann so ein Konzept für die Gesamtschweiz aus im europäischen Kontext bei so einem Thema wie Elektromobilität? Nur mal weil Herr Lendi nach konkreten Sachen wenn ich noch hat, darf, mich kurz ein paar Dinge sagen. Ja, bitte. Wenn ich mir kurz erklären darf, sorry, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Schweiz ist sehr dynamisch und sehr innovativ, die Unternehmen. Ja. Meine Kritik richtet sich an die politischen Rahmenbedingungen, die aus dieser Dynamik eigentlich nichts Kohärentes macht. Die Unternehmen selbst sind relativ weit und die Unis sind innovativ, aber der Rahmen, der institutionelle Rahmen dazu, der hinkt hinten nach. Ja, aber gut, dann haben wir uns ja jetzt nochmal gegenseitig, hat man mal die Präzisierung gebracht. Uwe Kolk, Sie dürfen gerne aber noch konkretisieren, wie Sie das vorhin angedacht haben. Nein, das waren schon Beispiele genug. Ich wollte nur ich wollte es ein bisschen relativieren. Aber es ist in der Tat so, wenn die Liberalisierung wirklich kommt, dann kann man jetzt mit der Digitalisierung nicht früh genug anfangen. Also ich komme natürlich sehr stark vom Vertrieb, ich komme sehr stark von den Abrechnungssystemen, von dem Thema der Marktkommunikation, also diese Dinge, die dann sehr schnell funktionieren müssen, wenn tatsächlich Kunden unter 100.000 Kilowattstunden sozusagen ihren Anbieter frei wählen können. Denn das wollte ich nur sagen, wenn das dann da ist, dann sag ich immer sehr gerne, dann braucht es sofort Amazon-Qualität. Mhm. Ja? Weil die Kunden einfach nicht differenzieren zwischen Energieunternehmen und anderen Produkten. Und um da einfach dann auch fit zu sein und als Stadtwerk sozusagen zu sagen,
Ihr Kunden hier in der Region, ihr seid hier genau an der richtigen Stelle. Ja? Wir haben alles, was ihr braucht, was ihr auch bei anderen seht. Ob das jetzt nun viele Informationen zum Thema Energiewende angeht oder ob ihr Serviceprozesse mit eurem Smartphone machen könnt, etc. etc. Also da glaube ich, muss man rechtzeitig anfangen, weil dann wird es nachher plötzlich ziemlich schnell. Man muss rechtzeitig anfangen. Man heißt, man braucht die entsprechenden Fachkräfte und die sind nicht vorhanden auf dem Markt. Wie gehen wir mit diesem Engpass um? Welche Fachkräfte, welchen Manpower, welche Kenntnisse, welches Wissen brauchen wir und ist das wirklich da? Ronny Kaufmann, bitteschön. Ja, aber nur ganz kurz. Oder? Also 600 Energieversorger in der Schweiz. Jeder hat seinen Cybercrime- und Cybersecurity-Experten. Finden Sie mal 600 Fachleute, 600 Fachfrauen und Fachmänner, die spezialisiert auf Cybersecurity und Cybercrime-Issues sind. Keine Chance. Nicht nur können Sie sie nicht bezahlen, sondern sie sind gar nicht auf dem Markt zu finden. Also es gibt in diesen Digitalisierungsthemen eben nicht nur Chancen, sondern auch Risiken, Matthias Finger. Und diese Risiken muss man auch managen, Uwe Kolkes. Und dort haben wir doch ein Riesenproblem. Also wir müssen doch unbedingt dort kooperieren, wo die einzelnen Stadtwerke gar nicht die richtigen Leute finden. Ich meine, sie finden wahrscheinlich schon die richtigen Leute, um Gas zu importieren. Vielleicht, wer weiß. Aber mit Sicherheit gibt es nicht 600 Cybersecurity-Expertinnen in der Schweiz, dass jedes EVU so einen anstellen kann. Abgesehen davon macht es auch unternehmerisch keinen Sinn. Darum haben wir von Swisspower so eine Kooperation gegründet. Die läuft super, genau weil man solche Kompetenzen nicht findet und eben gut auslagern kann. Fachkräftemangel, vor allen Dingen in komplementären Themen, sehe ich das ganz große Problem in der Schweiz. Also auch da kann ich aus Deutschland ein Beispiel geben. Die Situation war genauso. Da ist man teilweise in die sogenannten Hubs gegangen. Also München oder Berlin sind Standorte, wo man diese, sag mal, digitalen Fachkräfte gefunden hat. Und der Standort spielt ja für solche, sag mal, Units braucht nicht so eine entscheidende Rolle. Das heißt, man muss dann ein Stück dahin gehen, wo man diese Leute findet. Und da haben dann eben auch Stadtwerke teilweise gemeinsame kleine digitale Service-Companies gegründet an solchen Hubs wie Berlin oder München oder Köln, ja, in Deutschland. Und also man kann solche Probleme lösen. Und was ich auch interessant fand, ich habe dann auch tatsächlich es auch dann vor einigen Jahren geschafft, Leute von Amazon einzustellen und von Microsoft, ja. Es ist wirklich interessant, dass man findet da viele Menschen, die unglaublich motiviert sind, an diesem nachhaltigen Energiethema mitzuarbeiten. Ja, also ich habe hier sozusagen Amazon-Leute, die da im Programmieren unterwegs waren und so weiter, die mir gesagt haben, hier mache ich etwas, wo ich das Gefühl habe, ich leiste auch echt einen Beitrag sozusagen für die Nachhaltigkeit der Welt. Also teilweise, ne, also man darf das nicht unterschätzen, was für Werte auch teilweise unterwegs sind. Aber man muss natürlich trotzdem ein Umfeld schaffen, wo diese Leute auch Freiheiten haben, wo diese Leute auch sich entfalten können, wo sie auch was bewegen können. Man muss sicherlich auch an der Kultur der Häuser dabei arbeiten, damit man auch nachhaltig attraktiv bleibt. Aber grundsätzlich ist diese Branche im Moment, finde ich, nicht unattraktiv für solche, solche seltenen Menschen, die so diese Fähigkeiten haben, wie Ronny es gerade zu Recht gesagt hat. Matthias Finger, ganz kurz, bitteschön. Ja. Also, Herr Kolks, das kann ich nur unterstützen. Meine 20-jährigen Erfahrung bei den Ingenieuren, die Motivation, etwas Soziales, gesellschaftlich Nützliches zu tun, das produziert die besten Leute. Das Problem, das wir haben in der Schweiz, ist diese Dichotomie zwischen sehr guter Wissenschaft, Top-Universitäten, die eigentlich sehr weit von der Praxis sind und den Leuten, die Ronny braucht oder die sie brauchen, diese Verbindung wird nicht gemacht. Und ich glaube, also ich spreche jetzt von der Uni-Seite her, wir haben wirklich ein Problem, dass wir die Leute nicht in die konkreten, praktischen Unternehmen, Fragestellungen reinbringen. Das, Matthias Finger, um nachzufragen, das heißt, es geht nicht nur um den Bezug zur Praxis, der intensiviert werden sollte, sondern auch um die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf, genau, auf der wissenschaftlichen Ebene. Genau, und dort hat die Wissenschaft noch generell ein Problem, weil die Praxis ist ja interdisziplinär.
per Definition, alle die Probleme, die es zu lösen gibt, sind interdisziplinäre Probleme. Ich spreche nicht nur von Ingenieur und Sozial und Ökonomie, sondern innerhalb der Ingenieurwissenschaften selbst. Und wir haben sehr gute Universitäten, die aber alle hochspezialisiert sind. Also ich sage immer, es wissen immer mehr Leute über immer weniger, bis sie alles über nichts wissen. Darf ich vielleicht Uwe Kolk, ganz kurz Zwischenfrage. Uwe Kolk, Sie haben diese Hubs angesprochen, die geschaffen werden könnten. Da würde es auch Sinn machen, entsprechend noch die Wissenschaft, und zwar verschiedene Disziplinen gleich mit zu integrieren, wenn ich Matthias Finger richtig verstehe, wie diese Synergie nutzen. Absolut. Man muss bei dem Thema sehr früh dran sein, bei den Talenten. Das machen wir auch. Wir binden sozusagen Talente von Universitäten relativ früh ein, also weil ja, es ist ja eine Übernachfrage nach diesen Menschen. Ja, also muss man schon frühzeitig sie versuchen zu gewinnen. Und wie ich schon sagte, also man muss Umgebungen schaffen, wo diese Leute auch wirklich sich entfalten können, nicht wahr? Dass man muss. Und deshalb war es auch gut zu sagen, wir schaffen das mal eine Zeit lang an einer anderen Stelle, weil unsere eigene Kultur vielleicht noch nicht so weit war, und lassen uns dann schrittweise von dieser Kultur beeinflussen und verändern uns dadurch von innen heraus und sind dann plötzlich auch wieder attraktiv, sozusagen im Stammhaus, in Anführungsstrichen, für diese digitalen. Ich spreche vor allen Dingen gerade von digitalen Leuten, die auch diese cross-funktionalen Fähigkeiten haben, ja, die nicht nur sozusagen eine reine Fachkarriere als Ingenieur machen wollen, sondern auch breiter aufgestellt sind. Wenn ich so reingucke, weil Ronny Kaufmann gerade Cybersecurity angesprochen hat, was die Leute teilweise für ein Studium hinter sich haben, die das jetzt machen, das ist ja von Physikern angefangen, sage ich mal, über Elektroingenieure bis was weiß ich, bis hin zu Juristen, ja. Also das braucht Interdisziplinäre und es braucht eine enge Verknüpfung. Aber ich habe da nur Lösungen im Kopf, ja. Ich bin da gar nicht so problembehaftet. Also, aber man muss an den Lösungen arbeiten, ne? Und die muss man diskutieren. Stefan Bartzli, bitteschön. Ja, nur kurz noch eine Ergänzung. Wir haben jetzt immer diskutiert, quasi auf akademischem Level. Wir haben von Ingenieuren diskutiert, wir haben von digitalen Kompetenzen geredet und so weiter, aber schlussendlich braucht es sehr viel handwerkliche Kompetenzen, genauso, um diese Energiewende dann auch wirklich zu bauen. Mhm. Bei uns sind ja zahlreiche Branchenverbände organisiert, in der Gebäudetechnik, Elektrobranche und so weiter, und die haben auch diese großen Herausforderungen des Fachkräftemangels, die haben diese Rekrutierungsprobleme, und das sind die handwerklichen Kompetenzen, das sind die neuen Berufsbilder, die jetzt entstehen. Und dann auf der anderen Seite quasi die gesellschaftliche Entwicklung, die immer stärker Richtung Akademisierung geht. Berufsbildung wird sekundär. Also da haben wir einen riesen Gap und da haben wir auch eine riesen Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, die weit über das hinausgeht, was jetzt die Energiewende und diese Herausforderung fordern von uns. Ich möchte gerne wegen der fortgeschrittenen Zeit, wir haben 12:45 und da alle von uns wieder entsprechend weiter müssen, nach der Mittagspause gerne noch auf die Kundinnen und die Kunden kommen, das heißt auf die Konsumentinnen und Konsumenten und die Auswirkungen der Pandemie, die es grundsätzlich gab. Alles, was nachhaltig ist, kostet natürlich auch Geld. Dieses Geld muss bezahlt werden. Und wir haben aus dem Chat eine erste Frage. Hier nochmals der Hinweis, bitte beteiligen Sie sich entsprechend auch am Chat und tippen Sie Ihre Fragen da ein. Es gab da vorhin eine Frage, wo es hieß, die Bevölkerung, genau, da haben wir es, von Ernst Uhler. Die Bevölkerung entgegnet uns häufig, dass unabhängig von dem, was in der Schweiz oder in Europa Positives passiert, der Einfluss auf die globale Entwicklung nur geringfügig ist. Wie gehen wir damit insgesamt um? Das eine mögliche Sicht, die auch den Konsumenten mit einbezieht. Ronny Kaufmann. Ja, grüezi Ernst Uhler, freut mich, dass du zuhörst. Es ist ja wirklich ganz verrückt, aber vielleicht lernen wir sogar etwas aus dieser Covid-Pandemie. Wir lernen nämlich, dass wir das nur miteinander lösen können. Ich meine, als dieses ganze Ding angefangen hat, war das große Solidaritätsthema da. Also ich lasse mich impfen, weil ich solidarisch bin mit allen anderen. Und bei uns impft man jetzt vom Großvater bis zum Enkel alle durch. Und was soll ich jetzt, irgendein fiktives Land? In Venezuela hat der diabeteskranke 97-Jährige nicht mal die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das bringt natürlich nichts.
Wir müssen global Klimapolitik betreiben. Die Schweiz muss sich international engagieren. Und natürlich ist es so, dass wir mit unserer kleinen Bevölkerung klimapolitisch nicht so viel ausmachen. Das müssen wir doch einfach zugeben. Nur, wenn wir auf unser Land schauen, dann müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass unser Land eben auch morgen und übermorgen gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich attraktiv ist für uns und unsere Nachfahren. Und darum ist es wichtig, dass wir Klima- und Energiepolitik betreiben, dass wir nachhaltiger sind. Das macht unser Land attraktiver für folgende Generationen. Dass unser Land im internationalen Kontext nicht viel zur Klimaveränderung beitragen kann, das ist ja bereits physikalisch bewiesen. Aber wir können in diesen neuen Feldern eben das unsere dazu beitragen, dass wir auch übermorgen noch ein modernes Land, ein zukunftsfähiges Land bleiben. Ist die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung aufgrund der Pandemie gestiegen? Ist die gesunken? Der Strom kostet ja sowieso nichts. Also wer weiß denn, wie viel Geld sie ausgeben für eine Kilowattstunde? Also die Energie ist doch einfach zu billig. Also ich kann ganz gut angesprochen, ich stelle keine Veränderungen bei dem Thema fest. Natürlich ist es so, dass in so einer Pandemie, wenn die Menschen im Homeoffice arbeiten, natürlich in ihrem Haus, in ihrer Wohnung alles funktionieren soll. Also wir sind ja in der Hinsicht wirklich ein Basisbedürfnis gewesen, also die letzten 12 Monate, also da nichts. Auf der Geschäftskundenseite in Deutschland, also jetzt in unserem Gebiet jedenfalls, sind die ganz großen Insolvenzen bisher Gott sei Dank ausgeblieben. Also es ist, wir haben es bisher schlimmer erwartet, aber es kann auch sein, dass das aufgrund der ganzen Konzepte, Kurzarbeiter und so weiter, was wir in Deutschland hatten, dass das noch kommen wird. Es ist noch zu sehen. Aber was wir natürlich schon feststellen, ist, dass das Kundenverhalten sich verändert durch die Pandemie. Also das kann ich noch hinzufügen. Also das Thema die Kundenkontaktquote, das Kundenanrufen, das Kundennachfragen, dass Kunden sich da mehr kümmern, dass sie also die thematischen Veränderungen, nicht wahr? Die Zeiteinteilung über den Tag ist ja eine andere und dadurch ist natürlich die Beschäftigung damit auch anders. Oder eben auch bei Geschäftskunden, dass sie sich eben mit verschiedenen Konzepten der Energieeffizienz jetzt nochmal beschäftigen, also um sich vorzubereiten für die Phase nach der Pandemie, das spielt sicherlich auch eine große Rolle. Und der dritte Aspekt ist, dass sich unsere Mitarbeiter total verändert haben. Also die Frage, also wir diskutieren intensivst, wie sieht das hybride Arbeitskonzept der Zukunft aus? Also wie viel Homeoffice werden wir auch nach der Pandemie noch machen? Ja, also was ich gerade angesprochen habe, wie attraktiv sind wir dann als Arbeitgeber? Was schaffen wir? Also wir haben wirklich festgestellt, mag an unserer Kultur liegen, ich kann es noch nicht beurteilen, aber bei uns hat sozusagen die Produktivität überhaupt nicht nachgelassen, wenn die Leute im Homeoffice waren. Wir haben super Erfahrungen damit gemacht und deshalb arbeiten wir jetzt auch sehr konstruktiv an neuen Bürokonzepten, an neuen hybriden Arbeitsformen. Ja, also hybrid heißt einfach zwischen Homeoffice und Büro. Also das ist sicherlich eine Chance. Das ist echt eine Chance, würde ich sagen. Um nur mal ein paar Beispiele zu geben aus den verschiedenen Segmenten. Ich möchte gerne noch ein paar weitere Fragen aufnehmen aus dem Chat. Bitte um ganz kurze, prägnante Antworten. Ralf Vollmeier schreibt, wir brauchen feste Abschalttermine für AKWs, dass wir überhaupt erst Planungssicherheit haben und planen können. Es scheint mir, wir haben das beschlossen. Wir haben einfach den Schlusstermin noch nicht gesetzt und das auf den Regulator verwiesen. Und er sagt, er soll dann Sachen sagen, wenn es nicht mehr sicher ist. Aber ich denke schon, Planungssicherheit wäre, wenn man jetzt feste Abschalttermine geben würde. Ja, das ist so, da kann man nichts beifügen. Wir haben das entschieden, 2017. Solange sie sicher sind, sollen sie laufen. Ideal wäre, ist es nicht. Ideal wäre ein fester Termin. Frage, die wir bekommen haben von Lars Huber, und zwar geht es um Folgendes. Wie können die Stadtwerke garantieren, dass wir den Strom unserer ausländischen Kraftwerke auch dann benutzen können, wenn es denn zu einer Stromknappheit kommt? Haben wir eine Garantie, wenn der Strom nicht hier im Lande produziert wird, sondern aus dem Ausland zugekauft wird? Thema Knappheit. Dafür braucht es ein Stromabkommen. Ich wollte gerade sagen, das ist sicherlich vertraglich geregelt. Wir befinden uns ja in einem europäischen Rechtsrahmen. Und unter diesem Rechtsrahmen liegen auch nochmal sozusagen die,
die ganzen Energiegesetze, nicht wahr? Also da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen über die Frage des physikalischen Austausches. Ja, aber Herr Kolks, wir müssen uns Sorgen machen in der Schweiz, weil wir eben genau kein Stromabkommen haben und haben werden. Okay, diese Seite der Perspektive fehlte mir gerade bei der Antwort. Danke. Dann haben wir die entsprechend noch geklärt. Liebe Kolks, nächste Frage von David Schenja, die geht direkt an Sie. Was müssen die Stadtwerke im der erste Pfeiler der Energiestrategie? So haben wir die Frage, genau. 2050 ist die Energieeffizienz. Was müssen die Stadtwerke in diesem Bereich tun? Was macht die E.ON in diesem Bereich und mit welchem Erfolg bezüglich Energieeffizienz? Kurz ja, also da werden tatsächlich sehr viele Projekte auch von Kunden getrieben. Ich bringe mal das Beispiel. Der Flughafen Tegel in Berlin wurde jetzt geschlossen und es ist vor einigen Jahren eine große Ausschreibung gewesen über das Thema Energiekonzept der Nachfolgelösung mit einer hohen Energieeffizienzanforderung. Wir haben tatsächlich als E.ON diese Ausschreibung gewonnen und haben uns natürlich über so ein großes Projekt auch nochmal sehr verbessert, was das Produkt Energieeffizienz im kommunalen, im industriellen Rahmen angeht. Und dieses Thema, dafür gibt es mittlerweile eigene Teams, insbesondere für große Geschäftskunden in Deutschland und Europa. Also so muss man sich das vorstellen. Das treibt natürlich. Umgekehrt ist es auch so, wenn Sie Hotels sich anschauen und ähnlich. Also überall spielt das Thema Energieeffizienz eine große Rolle. Und daraus bilden sich dann im Wettbewerb natürlich Produkte, entsprechende Teams und so weiter. Also da sind wir sicherlich sehr intensiv unterwegs, aber weniger jetzt auf der politischen Rahmen. Also wir sind schon auch im Lobbying und so weiter unterwegs, aber ich komme natürlich, wenn Sie mich ansprechen, ich komme immer sehr stark sozusagen vom vertrieblichen Geschehen. Und da passiert auf der Geschäftskundenseite sehr, sehr viel. Die Privatkunden treiben es natürlich auch, die ganze LED-Technik und, und. Also die Durchschnittsverbräuche in Deutschland sinken ja seit Jahren, einfach weil die Haushalte an der Stelle mit energieeffizienteren Technologien arbeiten. Darauf muss man sich einstellen. Umgekehrt wird die Elektromobilität den Durchschnittsverbrauch wieder nach oben bringen. Also das sind Herausforderungen, die man natürlich auch entsprechend aufgreifen muss. Ich mag auch noch etwas zur Effizienz sagen. Zwei Dinge. Erstens, wenn es um Energieeffizienz geht, kann eigentlich der Kanton Genf und der Stadtwerk SIG mit ihrem Programm ECO 21 ein sehr gutes Vorbild sein. Ich habe bereits auf höchster Ebene des Bundesamtes für Energie darauf hingewiesen, dass wir dieses Programm in Genf, das scheint mir super für die Schweiz zu sein, das ein Werbefenster. Also man kann sehr viel machen, wenn man dann nur will. Und zweitens möchte ich noch etwas beifügen zum Thema Versorgungssicherheit und EU-Verträge. Ich meine, da hat jemand, der Lars Huber, da noch etwas gesagt im Kommentar. Er hat ja vollkommen recht. Also wenn wir sogar schon die Masken horten in unseren Ländern und die nationale Grenze in der Pandemie plötzlich wieder alles bedeutet. Also ich konnte ja meine Lebenspartnerin in Deutschland nicht mal besuchen eine Weile lang. Wie soll es dann gehen, wenn wir dann keinen Strom mehr haben? Also verzeihen Sie bitte, also da fehlt mir die Romantik. Wenn es dann wirklich darum geht, dann sage ich lieber jetzt schon etwas mehr in der Schweiz zu. Aber Ronny, dann besucht dich keiner mehr, wenn du keinen Strom mehr hast. Dann nur mal ein kleiner Spaß bei der Seite. Gut, ein paar weitere Fragen, die gestellt worden sind, die wir, glaube ich, auch beantwortet haben. Ich möchte da gerne sicherstellen, dass auch wirklich an alle gedacht wurde. Annette Nüsslein hat gesagt, bieten direkte Kooperationsprojekte mit Start-ups eine Chance für neue grüne Geschäftsfelder. Das ist, glaube ich, beantwortet worden, auch mit diesen Hubs, dass wir gesagt haben, da können wir es zusammenführen. Emily Simon hat auch gesagt, Bedürfnisse der Industrie und Hochschulen, kann man die zusammenbringen? Eben genau diese Hubs, diese Kooperation, diese Kollaborationen, die sind entsprechend wichtig. Wie schaffen wir, eine interessante Frage von Herr oder Frau Derungs, wo es darum geht, wie schaffen wir Mut, wie schaffen wir Positivität, die auch Anreize bieten für Investoren? Und ich glaube, das wäre, Ronny, ganz kurze Antwort bitte. Ganz kurz, man muss selber Vorbild sein, Herr Derungs. Man muss selber mutig sein. Man muss den Eigentümern einfach auch mal widersprechen können. Und man muss dann halt mal auch etwas Risiko für den eigenen Arbeitsplatz eingehen. Ich sehe viel zu oft Manager, die als Unternehmer kommen und 5 Jahre später sind sie Unterlasser. Weil eben der Arbeitsplatz und die eigene Arbeitsplatzsicherheit legitimerweise eben dann wichtiger ist als das Unternehmertum. Also man muss selber mutig sein, dort beginnt's. Vielleicht kann man das ausdehnen. Ich denke, für die Schweiz,
Wir haben ein gutes Marketing, wir haben ein gutes Image. Wir sollen eine Vorbildfunktion sein. Und nur so sind wir am Schluss glaubwürdig. Also das lässt sich auf das ganze Land ausdehnen. Also ich finde unternehmerisch die, ich finde unternehmerisch die Schweiz auch wirklich nicht mutlos. Deswegen habe ich gerade so überlegt, also dass die mittelständische Struktur, mutige Unternehmer, Gesellschafter gibt es schon. Natürlich, wir reden jetzt über Energieversorgungsunternehmen, die in öffentlicher Hand sind. Und da ist das Thema Mut natürlich nochmal wieder ein anderes Thema. Das verstehe ich. Aber Mut wird gebraucht, wenn ich Sie alle richtig verstehe. Ich möchte gerne eine kurze Schlussrunde machen mit jedem von Ihnen. Was ist der Punkt, wo wir am meisten Mut brauchen in der kommenden Zeit? Ich möchte gerne mit Stefan Batzli starten. Wo brauchen wir am meisten Mut und wie finden wir den? Ja, für mich ist eigentlich, das braucht wenig Mut. Es braucht jetzt Klarheit, und die holen wir uns, indem wir am 13. Juni zum neuen CO2-Gesetz Ja sagen. Wir haben eine große Wirtschaftsallianz auf die Beine gestellt mit unterschiedlichen Kräften, die da am gleichen Strick ziehen. Und wenn wir diese CO2-Gesetzhürde nicht nehmen, dann haben wir effektiv ein Problem in der Schweiz. Also geht alle an die Urne, mobilisiert eure Mitglieder, eure Mitarbeitenden, eure Kunden, damit wir ein kräftiges Ja kriegen am 13. Juni. Uwe Kolks. Ja, man muss auch bereit sein, mal unerwartete, disruptive Schritte zu machen. Nicht wahr? Also so dieses sich langsam rantasten ist nicht besonders, das ist sehr sicherheitsorientiert. Also wenn ich das jetzt mal sagen darf, wenn ich einen Namen sagen darf, was ich beobachte, zum Beispiel Energie 360, da sind ein paar sehr mutige Schritte da, ob die da am Ende des Tages, aber sind mutige Schritte gewesen, bezogen auf Kooperationen etc. Es gibt schon Unternehmen, die, wie ich finde, die springen mal aus dem Rahmen raus, und das muss man sich trauen. Ne? Matthias Finger, bitteschön. Ich würde nicht das Wort Mut brauchen. Die Zukunft macht Angst, und wir brauchen weniger Angst. Wir müssen den Mut haben, wenn Sie das Wort Mut brauchen, der Zukunft in die Augen zu blicken und die Entscheide zu treffen. Und da dürfen wir keine Angst haben. Ronny Kaufmann. Ja, jetzt sind Sie noch stumm geschaltet, wir hören Sie nicht mehr. Ich kann es nicht besser sagen wie meine Vorredner. Sie haben jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag immer über Mittag noch viel bessere Redner, als ich es jetzt noch sagen könnte. Und also was jetzt gesagt wurde, finde ich, passt hervorragend. Wir sind gespannt auch auf die nächsten 4 Tage, Dienstag bis Freitag, jeweils um die Mittagszeit. Ich danke ganz herzlich Ronny Kaufmann, Stefan Batzli, Matthias Finger und Uwe Kolks. Danke für Ihr reges Interesse. Danke auch fürs Mitdiskutieren im Chat. Und wir hoffen natürlich, dass wir Sie Dienstag bis Freitag diese Woche auch noch sehen. In diesem Sinne, das Programm sehen Sie hier einmal noch eingeblendet und natürlich auch auf der Webseite. In diesem Sinne, danke für Ihre Teilnahme, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Ade. Vielen Dank, Herr Lendi. Vielen Dank. Vielen Dank, danke. Kollegen. Dankeschön.
Hallo zusammen. Hoi, Noah. Hoi, alles. Der Jan noch da, sehe ich. Ja, mich gerade gefragt, Jan, bist du da? Sonst gehen wir auf einen anderen Kanal für den Austausch. Ja, ja. Ja, gehen wir schnell.